seinem Vater zusammenzuarbeiten, das kann ja auch nicht unbedingt jeder. Ja, und die Gründe dafür sind mir eigentlich auch bekannt. Also jetzt nach dem, was ich so erlebt habe, denn es ist ja schon so, dass einen nicht nur geschmacklich, sondern auch lebenserfahrungstechnisch viele Jahre trennen. Und dadurch sind wir natürlich oft anderer Meinung, was Stilistik oder musikalisches Schaffen eben angeht. Aber natürlich ist es auch eine schöne Sache, weil wir natürlich trotzdem auch alle Reibereien jetzt mal am Rande, aber wir verstehen uns sehr gut, wir können ein sehr offenes Wort miteinander sprechen und wollen eigentlich beide nur das Beste. Deswegen ist es manchmal ein bisschen hitzig, aber wir sind auch sehr stolz aufeinander. Also war das für dich eigentlich so von vornherein klar, dass du Musiker wirst, dass du dass ich bei deinem Vater vielleicht mitmachst in der Band oder das nicht, weil es war eigentlich auch nicht in Aussicht, denn als ich 1989 war, schon 9 Jahre alt, dann kam die Wende und da hörte Karussell auf und das war eigentlich abgeschlossen, das war auch klar. Da war niemals im Hinterkopf von einem Comeback oder so, das war nur, weil es kam die deutsche Musik viele Jahre später in die Radios zurück. Und ich habe die Lieder genauso geliebt wie die Urfans, die jetzt wieder zu diesen Konzerten kommen. Also Karussell hat mir auch im Sinne des Textens eine ganze Menge mitgegeben im Leben. Auch heute noch finde ich mich in vielen Liedern wieder und dadurch interpretiere ich sie gern. Obwohl es nicht, also zumindest die älteren, meine eigenen Lieder sind, aber die kann man tatsächlich 100.000 Mal spielen, ohne dass es einen nervt. Und das, klar war das nicht, aber ich habe natürlich schon damals eine große Faszination gehabt für die ganzen Instrumente und wie das so logistisch abgeht. Also selbst als kleiner Junge hat mich das sehr beeindruckt und ich habe mich immer mit Musik beschäftigt, also mit Instrumenten, Schlagzeug spielen. Ich habe mir vieles selber beigebracht, aber immer nur aus Glaube an die Sache. Niemals, dass ich das fokussierte Ziel hatte, dass man vielleicht die Band nochmal mobilisiert. Das war tatsächlich dann ein wirklich krasser Zufall von vielen günstigen Umständen, ja. Welche Instrumente spielst du denn? Klavier, das ist mein Hauptinstrument. Das habe ich gelernt von 6 bis 14, die Jahre danach dann viel im Eigentraining. Schlagzeug habe ich mir selber beigebracht und Mundharmonika spielen. Ein bisschen Gitarre auch, aber das war nie so vordergründig, dass es zum Einsatz kam. Und ich baue gern Musik, also schon bei Zeiten mit Computer Tracks gebaut. Was wird sein, wenn es sein wird? Das auch ein eigentlich dann mit diese Computergeschichten oder sie sind heutzutage tatsächlich ein absolutes, also ohne die geht's gar nicht. Also die nehmen das ganze Recording, funktioniert alles auf Harddisk, also es sind Programme verschiedenster Art, die da zum Einsatz kommen, aber daran kommt man nicht vorbei. Allerdings passen wir auf, dass wir alles so aufnehmen, dass es immer Lieder bleiben, die man auch mit einem ganz simplen Instrument jederzeit spielen kann, also zur Gitarre am Feuer zum Beispiel oder so. Es soll immer Musik sein. Gibt es noch so eigene Projekte irgendwie mit am Computer oder mit irgendwie Bands oder DJs? Nee, das nicht, weil mich dieses Projekt natürlich auch komplett fordert. Also nicht nur im Sinne des Reisens, Spielens, sondern auch alles ist irgendwie darauf ausgerichtet momentan, weil das mein Job ist und ich dann natürlich die Komposition für Karussell mache oder die Lieder für uns alle mit, die wir dann halt gemeinsam arrangieren und aufnehmen. Ja, ansonsten mache ich dann nebenbei so eigentlich Clubmusik. Ich habe bloß niemanden, die mache ich wirklich nur für mich. Es ist halt ein schöner Ausgleich, einfach um mir zu zeigen, dass ich die Vielseitigkeit für Musik nicht verliere. So. Und du komponierst mittlerweile auch die. Ja, also, wir haben alle was beigesteuert, jeder so wie er. Man merkt es auch. Und wir haben uns dafür auch den Freiraum gelassen. Es ist nicht so, dass es wie früher komplett durch 6 Leute diskutiert wird, sondern wenn jemand eine Vorstellung hat, und das war relativ klar, im Sinne seiner Argumentation, das merkt man, dass einer eine Vision hat oder so, dann tut man besser, wenn man sich da zurücknimmt, weil das würde den Prozess nur verlangsamen und mehr Möglichkeiten, man würde es zerreden. Und demzufolge das Vertrauen war eigentlich da, dass wir gesagt haben, okay, Bassist und Sänger machen was zusammen, ich und mein Vater machen was zusammen, ich habe ein paar Sachen selber gemacht. Und wir haben bloß gemeinschaftlich entschieden, was texterisch cool ist und was nicht so. Das haben wir dann immer, aber niemals im eingreifenden Sinne.
Und musikalisch, was für einen Stil bringst du vielleicht ein? Wie kann man das sagen? Ich sage immer, eine gute Komposition sollte mindestens einen Moll-Akkord enthalten. Also ich bin jemand, der eine vielfarbige Komposition mag und ich orientiere mich, wie sie damals, an den Beatles. Und auch jetzt ist Brit für mich ein großer Einfluss. Also ich bin ein großer Freund von Coldplay und der Art und Weise, wie sie die klassische britische Handschrift in eine sehr moderne Art und Weise transportiert haben und damit inzwischen wirklich flächendeckend auch Jung und Alt erreichen. Ich habe das in den Stadien gesehen, dass da auch viele ältere Menschen, wo ich sage, wie kann das sein? Woher wissen die das? Aber das hat eben in den letzten Jahren umgegriffen. Es ist eine sehr emotionale Musik, eine auch, die vielleicht ein bisschen melancholisch ist, aber ich finde, genau das ist es, was oft ein Ventil auslöst, wenn es auch nur musikalisch ist, mal vom Text abgesehen, aber es ist schon gut, wenn die Klangfarben individuell sind und alles vertreten ist, sage ich immer, von tief bis hoch, von du bis neu. Das heißt ja dann, also Coldplay wahrscheinlich auch für Keyboard, ne? Das passt ja dann zu dir auch. Jein, also bei Coldplay ist es ja tatsächlich auch defensiv gemacht, aber es ist eine sehr flächige Musik, das stimmt. Und dadurch, dass wir jetzt zwei Keyboard-Freaks sind, also mein Vater und ich, ist natürlich das zu hören, das ist natürlich klar. Wir machen viel mit Hammond-Orgel-Sounds und eben mit schönen Streichern, die Möglichkeiten, die eben auch da sind, um einen schönen, satten Sound auch zu präsentieren. Vielleicht auch noch eine neue Generation mit an? Das ergibt sich wahrscheinlich hier mehr durch Zufall, denn es ist so, wir haben ja viel auch an der Ostseeküste zu tun jedes Jahr, wo viele Urlauber kommen. Da sind natürlich auch welche dabei, die Ostseeurlaub machen, die Karussell früher nicht kannten, die vielleicht aus den alten Teilen von Deutschland kommen, also wenn man davon überhaupt nur spricht, also das setze ich zwar in große Klammer, aber das sind Zufallsbesuche gewesen und inzwischen ist es so, dass die Altfans, die kommen, die haben natürlich nicht nur Kinder, sondern inzwischen auch Enkel. Und die interessieren sich natürlich auch für das, was sie gemacht haben oder stilistisch und sie bringen sie einfach mal mit. Und da habe ich ganz viele so eine Beispiele, dass dann auch die jungen Menschen geblieben sind oder mal wiedergekommen sind zu Konzerten, weil sie das auf dem Schirm hatten. Für die hat das nochmal eine ganz andere Faszination. Die nehmen das eher wahr wie, schon wie ein kleines Museum. Das ist Musikgeschichte, DDR, da kommt erst die Neugierde und dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen der Respekt vorm Alter. Das passiert aber nicht nur durch mich, sondern durch alle eben. Durch das Zutun der Fans, die die Kinder mitbringen, dann eben durch die Gentlemen, mit denen ich spiele.